Hallo, hier ist wieder Xi. Und es geht weiter mit Mario's Extremely Adventure. Wir finden uns beim Level Die Frostigen Gebrüder. Wahrscheinlich wieder. Yeah. Ah ja, jetzt haben wir ein Schloss dieser Sorte. Sprich. Du musst alle Wege gehen. Vielleicht aber auch nur einen, wer weiß. Und ja, es tut mir leid, dass... Ah ja, die Passage mit den Bomben. Haben wir schon mal gesehen. Und... ja, hallo Birdo. In der Mehrzahl. So. Ach ja, ja, als Hintergrundmusik Super Mario Bros. 3 Musik, das ist schon mal nicht verkehrt. Und okay, du gibst mir unmissverständlich zu verstehen. Ja, das dachte ich mir. Du gibst mir unmissverständlich... Wow. Ja, man merkt, dass ich wieder eine Weile nicht aufgenommen habe. Was ich eigentlich sagen wollte, gestern kam keine Folge. Dafür entschuldige ich mich. Der Hintergrund dessen ist... Mist. Der Hintergrund dessen... Mhm. Der Hintergrund dessen ist... Ja... Wow. Okay. So. Dann halt so. Ist ja nicht so, als... könnten wir uns diese Gegner nicht in irgendeiner anderen Form entledigen. Nein, gestern kam keine Folge. Das hatte damit zu tun, dass ich durch das... dadurch, dass ich das Jubiläumsvideo fertig bekommen wollte, einen herben Zeitmangel hatte. Und... Birdo? Ich weiß, ich hab dich in diesem Spiel hier nicht immer toll gefunden, aber bitte komm zurück. Ich glaube, ich... Ja, okay. Naja, gut. Aber ich verstehe die ganze Geschichte hier jetzt einfach mal als eine unmissverständliche Aufforderung. Ich möge mich doch bitte endlich einmal mit der Vernichtung von Birdo mittels dieser Blöcke auseinandersetzen. Nee. Ja, aber jetzt, da ich halt gesehen habe, was hier wieder passieren kann, dass ich Birdo aus irgendeinem Grund... So. Flip! Ah, okay, ich muss den... Musste ich den jetzt gerade loslassen oder nicht? Hm. Egal. Eieieiei. Nee, ich bin halt jetzt, ehrlich gesagt, so ein bisschen in Sorge, jetzt da wir noch ein neues Problem mit Birdo festgestellt haben. Zusätzlich zu dem, was bisher schon störte. Nein, ich weiß nicht, ob ich es den Temperaturen verdanke, dass ich gerade nicht ganz so sehr das Bedürfnis habe, mich aufzuregen wie sonst. Ich meine, ja, wir haben hier halt schon wieder Birdo. Multiple. Und... Aha. Wir haben ja halt schon wieder mehrere Birdos. Was ich ehrlich gesagt wieder ziemlich schade finde, weil es Birdo halt wieder... in seiner... ja, in seiner Art und Weise, wie er hier im Spiel präsent ist, ziemlich reduziert. Und möge bitte die Plattform wiederkommen. Wie ist denn das jetzt schon wieder passiert? Ach, Moment, ich sehe es. Guck mal hier, Schmacki.
Siehst du da diese Linie, die hier in dem Ding mündet? So sollte das nicht sein. Das ist die falsche Grafik. Das geht über das andere Ding drüber. Das ist kein Ende einer. Das ist nicht das Ende einer solchen Linie. Ah, ja, okay. So, gut. Wir konnten sie wieder erscheinen lassen. Und jetzt funktioniert. Okay, dann muss das Problem ein anderes sein. Uiuiui. Ja. Augenblick. Moment. Ah. Komm schon. Haha. Raumstrukturen sehen, verstehen und ausnutzen. So. Ja, nee, wie gesagt, wenn Burrow hier wegen dieser pilzförmigen Blöcke tatsächlich einfach im Boden verschwinden kann, wo ich ihn dann nicht mehr erledigen kann. Ich meine, wenn Birdo dadurch wenigstens krepieren würde, würde ich ja noch nichts sagen. Dann wäre es halt einfach eine alternative Methode, ihn zu erledigen. Aber dadurch, dass er auf die Art und Weise dann eben für mich komplett unerreichbar wird, habe ich dann an der Stelle eben das Problem, dass ich das Level nicht mehr abschließen kann. Und das wiederum ist nicht tragbar. Das ist definitiv nicht tragbar. Andererseits, ja gut, die Tatsache, dass ich Börde so in den Boden glitschen kann. Ich meine, das möchte ich dem Ersteller hier jetzt gar nicht unbedingt zu Lasten legen. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Sache, die man allzu einfach beim Testen herausfinden kann. Muss man ganz klar sagen, das ist eine Eigenart, die hier einfach nur einfach mit der SMBX-Physik zusammenhängt. Hier zu sagen, das sei aufgrund mangelhaften Testens entstanden, das wäre dem Ersteller gegenüber definitiv ungerecht. Ach Mario, du und deine schwungbasierte Physik. So. Burrow, mögest du bitte Abstand einnehmen? Übrigens, hier kennen wir die Gegenstände in Kisten dann plötzlich wieder. Oh, der Burrow hier ist eklig. Der Burrow hier ist eklig. Man hat nicht sonderlich viel Platz hier. Ja, links davon in dem Gang habe ich ja. Ja, links da in dem Gang habe ich lediglich die Möglichkeit, wenn ich klein bin, das Ganze handzuhaben. Ja, und ansonsten bewegt sich Birdo halt gerade so herum, dass ich das ansonsten zeitmäßig nicht hinkriege. Das ist ziemlich bescheiden, um es mal so zu formulieren. So, aber ja, eine Sache ist auf jeden Fall schon mal klar. Die Passage mit den Bomben möchte ich als letzte machen, weil die krieg ich. Oh. Birdo, bitte lebe. Lebe. So. Okay, wenn ich das Ding immer so werfe, dann fällt das Ding durch Birdo durch. Hallo Paracupas. Schön euch hier zu sehen. Gar nicht gewusst, dass ihr auch eingeladen wurdet. Wie auch? Schmacki, kann es sein, dass du an dieser Stelle vielleicht ein bisschen zu viele Gegner auf einmal auf dem Bildschirm hattest? Wenn schon Gegner verschwinden, dann ist es definitiv ein Zeichen dafür, dass auf einem Bildschirm auf einmal zu viel los war. Dann hättest du halt diese ganzen Passagen vielleicht in andere Räumlichkeiten auslagern sollen. Nicht so aneinander. Ich verstehe zwar diese ganze räumliche Struktur hier dahinter und dass das halt einfach, ja,
diese kompakte Räumlichkeit darstellen soll, aber wenn es halt drin resultiert, dass Gegner aufgrund der Limitationen verschwinden, dann haben wir da ein Problem. Und, jep, ich möchte diese Passage zuerst machen. Ich möchte diese Passage hier definitiv zuerst machen. Ich hole mir zwar von hier oben definitiv eine Feuerblume. Wobei ich mir da auch nicht ganz sicher bin, ob ich das zwingend möchte. So, hier einfach auch wieder. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber ich fühle mich durch die Eisphysik hier ein klein wenig eingeschränkt. Ein ganz klein wenig. Eieieiei. Nee, die meisten dummen Fehler passieren mir hier immer noch. Eieiei. Diese Schwungphysik von den Ranken. Das Problem dabei ist, jedes Mal, wenn ich versuche, mich irgendwie schneller fortzubewegen, endet es dann meist damit, dass ich die Kontrolle verliere. Aber was man in dem Level hier halt definitiv merkt, das ist auf jeden Fall die perfekte Grundstruktur für den Ersteller gewesen, denn ja, indem man solche mehreren Passagen einbaut, kann man natürlich legitimieren, dass man verschiedene Mechaniken nutzt. Ja. Ja, und allein schon deswegen, weil das hier der einzige Birdo von den Vieren ist, der eine tatsächliche Erschwerung des Kampfes hat, möchte ich diesen Birdo zuerst machen. So. Nein. Ich suche gerade nur nach Möglichkeiten, wie ich die Passage irgendwie schneller hinter mich bringen kann, weil wenn ich hier versuche, von Ranke zu Ranke zu springen, dann bringt das auch nichts. Und habe ich eigentlich meine vorherige Aussage zu Ende gebracht? Ich glaube nein. Ich wollte gesagt haben, dass ich dadurch, dass die gestrige Folge, dass es gestern keine Folge gab, dass ich gemäß der alten Statuten des Kanals, flop. Ah ja, danke. Dass ich gemäß diesen. Das ist interessant, dass ich die darauf verschwinden lassen kann. Dass ich gemäß diesen alten Statuten, so bringen wir den Satz mal weiter, jetzt eine stundenlange Folge machen werde. Ich verstehe übrigens auch nicht so ganz, warum diese Plattform manchmal einfach da, manchmal schon, sich schon bewegt, wenn sie auftaucht und ein anderes Mal dann plötzlich. Komm schon. Nee. Ah, ich hasse diese Situationen. Man blamiert sich einfach nur ein ums andere Mal. Na toll. Ah, okay. Die Physik ist dahingehend immer noch die okay. Das ist auch schon mal wichtig zu wissen. Ja, das mit den Plattformen ist auch so ein bisschen. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen komisch, wie die Plattformen hier in SMB X funktionieren, weil sie halt effektiv erst dann. Aha. Weil sie halt effektiv immer erst dann sich überhaupt ihrer eigentlichen Funktion bewusst werden, sobald sie. Also entweder sobald sie auf dem Bildschirm erscheinen oder in einem anderen Fall dadurch, dass man auf sie tritt. Da frage ich mich halt, wieso versuchen diese Bahnen nicht einfach von vornherein irgendwie festzustellen, ob sich unter ihnen eine entsprechende Schiene befindet. Und dann reagieren sie eben dementsprechend. Wenn unter mir eine Schiene ist, dann bewege ich mich auf dieser. Ugh. Grrr. So, wo ich gerade so drüber nachdenke, genau. Mit dem Schlüssel kann ich euch doch alle erledigen. Das war jetzt auch nicht das sicherste der Welt. So, gut. Dann haben wir die Passage. Plattförmchen. Danke.
Ich wollte gerade sagen, mögest du deine Existenz bitte fortführen? So. Gut. Dann haben wir die Passage hier vor uns. Wo erneut diese kletternden Gegner wechseln. Es ist echt unfassbar. Ich krieg es nicht hin auf diese. Ich krieg das Abbremsen einfach nicht hin. Das Abbremsen ist das große Problem, das ich hier habe. Ich krieg es einfach nicht anständig hin. Wenn ich Schwung habe und unter mir Eis ist, dann. Ich wusste, dass mich das wieder erwischen würde. Ah. Bin ja eh gespannt, wer die frostigen Gebrüder sein werden. Aber oh, wahrscheinlich einfach nur Eisbrüder. Entschuldigung, die frostigen Gebrüder. Wir wollen ja bei der Wahrheit bleiben. Eieieiei. Aber ja, in Sachen Eisphysik ist das hier für mich gerade wieder die ganz, die allerklassischste. Der. Das allerklassischste Erlebnis mit dieser Mechanik, weil. Ich mag Eis, ich mag das Element Eis total gerne, aber es mich nicht. Es mag mich einfach nicht. Das kriege ich einfach auch nicht besser hin. Tja. Nee, wir wollen da. Ich sag's doch, ich krieg's einfach nicht hin. Dieser seltsame Schwung, den ich dann einfach nicht mehr ordentlich ausgekontert bekomme. Der macht mich fertig. Der macht mich fix und alle. So, wieder. Uiuiui. So. Gut. Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass einfach mit Birdo verknüpft ist, dass. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es kann natürlich auch einfach sein, dass mit. Ah. So ein Gegenstand ist das. Es kann natürlich sein, dass mit Birdo einfach verknüpft ist, dass diese Gegner hier erscheinen. Das weiß ich nicht. Würde aber sagen, dass die Para-Koopas an der Stelle hier. Einfach durch, einfach durch. Die Para-Koopas hätten sich beim Aufstieg als Hindernis besser gemacht. So. Tor Nummer 2. Holen uns auf jeden Fall jetzt hier wieder ein Feuerblümchen. Wie kann man so ungeschickt sein, indem man mit Schwung nicht umgehen kann? Ich kann einfach nicht mit Schwung umgehen. Es haut nicht hin. Sobald ich irgendwie mit Schwung umgehen muss. Und das mache ich auch jedes Mal wieder, dass ich mich da auf die Plattform so drauf stelle. Beziehungsweise, dass ich die Plattform so aktiviere. Da müsste ich auch so langsam einfach mal dazulernen. So, der Birdo-Bosskampf habe ich jetzt auch verstanden, was da die Schwierigkeit sein soll, eben, dass sich Birdo da hinten aufhält und ich deswegen unseren werten Pilzblock gar nicht erst hernehmen möchte. Die ganze Misere hier entstand ja überhaupt erst nur, weil Birdo einfach keinen Platz mehr hatte mit seiner üblichen Bewegungsart. So, gut. Gut. Ja, für den Feuerblumengenerator bin ich an der Stelle dann tatsächlich auch sehr dankbar. Weil
was ansonsten ganz schön unangenehm ist. So, ja, aber ich sag mal, was ich schon mal sehr lobe, ist, dass der Mist. So, so. Bei die ganzen. Okay. Ist nochmal so ein Birdo, der an der Wand hängt. Gut, ich meine, ich weiß, ich bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, ob sich hier bewusst mit der mit den Eigenarten von Birdo gespielt wurde, aber einzelne Kämpfe hier haben zumindest schon mal ein bisschen, ein wenig mehr Überlegung dahinter. Das möchte ich hier auf jeden Fall schon mal sagen. Die Birdos, die wir hier vorfinden, also der da unten mit den Flammenwerferstatuen. Ah ja. Und das ist eine große Halle. Das ist ein kleines Tor. Wirklich? Ja, okay, zwei Bum-Bums. Versteht zwar nicht hundertprozentig, was das mit frostigen Gebrüdern auf sich hat, weil an denen eigentlich nicht viel frostig ist. Aber okay, dann machen wir die halt platt im Rahmen unserer Möglichkeiten. So, okay. Ja, das war halt jetzt inhaltlich effektiv der erste Bosskampf, nur mal zwei, aber das ist in Ordnung. Das Einzige, was ich mich frage, warum die Eismechanik in diesem Bosskampf dann jetzt überhaupt nicht zum Tragen kam, weil entweder besiegen wir sie da unten in den Gruben oder wir stehen oben auf den Platten, die, meine ich, nicht rutschig waren. Habe ich jetzt gar nicht, habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht aufgepasst. Dementsprechend bewerte ich das jetzt einfach mal nicht. Übrigens, was ich da gerade sehe, da ist ein Baum über diesen, der oberste von diesen sechs Bäumen, die da so ein Dreieck bilden, der hat einen Schatten, der in den anderen Baum reinragt. Aber okay. Spookies Abgrund? Okay. Mal sehen, wer diese Spooky ist. Ah ja. Na, das ist doch schon mal was. Das nenne ich doch mal. Das nenne ich doch mal Mechaniken. Das freut mich schon mal sehr zu sehen, das hier. Okay. Ist das ein... Was für eine Art Wump ist das? Okay, da will ich jetzt erstmal schauen, wie sich das einpendelt. Alles klar. Nö, aber ich sag mal, das hier wirkt jetzt auf den ersten Blick schon mal interessant. So. Ich bin gespannt, ob wir von diesem Wurm nochmal ein bisschen mehr sehen werden. Der interessiert mich ehrlich gesagt. Die Plattformen hier, wie die miteinander funktionieren, ist auch interessant. Was? Was gibt's hier? Ah. Oh. Ja, das ist schön. Das fand ich gut. Das war ein schönes Versteck. Für den Spieler, der sich einfach nicht mit einer Münze zufrieden geben will. Okay, blauer Schalter, was machst du? Das war eklig. Okay, diese durchlässig. Das habe ich nicht gesehen.
Davon ging ich jetzt nicht aus. Kleine Frage. Puh. Wofür war jetzt der blaue Schalter? Ich habe den Zweck jetzt gerade ehrlich gesagt nicht gesehen. Oh. Jedes Mal, wenn ich in SMB X mich irgendwo hineinbegebe, sei es eine Tür oder sei es eine Röhre, muss ich mich erstmal wieder orientieren. Aber hey. Oh, guck mal. Das Wasser kommt aus den Röhren heraus und fließt wieder. Das ist ja. Und ich sag's mal so, mit dem Übergang hier gerade kann ich tatsächlich, kann ich sogar leben. Ah ja. Hup, hup, hup. Ach. Ah ja. Ja gut, ein bisschen schade ist halt jetzt, dass du jetzt wieder deine ursprüngliche Mechanik im Endeffekt aufgegeben hast, wie es scheint. Ich meine, die Mechanik hier gerade hat was. Auf jeden Fall. Der geschickte Einsatz dieser Blume, um mir Plattformen zu generieren, gefällt mir. Danke, Kollision. Aber du hast doch so schön angefangen mit mit deinen Verschiebemechaniken. Warum hörst du denn jetzt wieder auf? Das fing doch jetzt richtig gut an. Das war gerade eine richtig schöne Weiterentwicklung der im Level vorgegebenen Mechanik. Hier, du hast das immer schön weitergeführt. Da hättest du jetzt noch richtig viel draus machen können mit der Mechanik. Das wäre gut geworden. Zweifelsohne. Aber hier haben wir halt jetzt leider wieder die Grenze erreicht. Und ja, jetzt machst du halt wieder das von vorher. Du. Ja, vergisst halt einfach jetzt was. Du vergisst halt jetzt einfach wieder komplett, was vorher war. Oder vielleicht willst du auch einfach nur diese Mechanik hier einleiten, um dann beide zu kombinieren. Ich weiß es nicht. Das hat besser funktioniert, als ich dachte. Jetzt plötzlich Kugelwilli-Kanonen. Okay, wir wollen hier runter. Die Ranken haben keine Knöpfe. Okay. Ja, das dachte ich mir eben gerade. Ich will hier doch letztendlich effektiv einfach nur darauf warten, dass die ganzen Bob-Oms bei ihm landen und alle anderen hätte ich weggeworfen. Das Problem ist, manchmal erkennt man die richtige Taktik, aber man ist einfach zu unstet, sie direkt umzusetzen. Okay, Icewood Castle. Oh, wo ist die Musik her? Wo ist die Musik her? Ich kenne die Musik. Okay, jetzt machst du wieder mit der Mechanik weiter. So weit, so gut. Okay, das heißt, die Passage hier kann ich mir komplett sparen. Ich werde jetzt einfach die Feuerblume mal ganz kappendreist da oben drin lassen, sodass ich die gar nicht erst verliere.
Okay, an der Stelle will ich sie denn einsetzen? Ja, ne, wie gesagt. Dann werde ich jetzt an der Stelle einfach mal ausnutzen, dass ich den Gegenstand da oben drin haben kann und mache den Rest klein. Ich meine, die andere Passage ist jetzt nicht zu schwierig, aber es ist jetzt, naja, ein Zeitvertreib, den ich mir gerne ersparen würde, wenn ich kann. Also es ist auch irgendwo interessant, dass ich hier einfach direkt mitten im Schloss anfange. Okay, Physik sei Dank. Ach ja, Hammerbrüder. Ich wusste ja früher gar nicht, dass das bei den Hammerbrüdern ein Helm sein soll. So, dich kann ich wahrscheinlich nicht mitnehmen, oder? Nee. Ach ja, ich verstehe schon. Ich sollte die eigentlich mit der Feuerblume erledigen. Nein, ist eigentlich blöd, was ich da gerade mache, ne? Ja, ich dachte, ich könnte die auf die herkömmliche Weise gut erledigen, aber nee. Also, ich krepiere, wenn ich zerquetscht. Wer aber Birdo darf flüchten. Ja. Ich hab schon verstanden. Nö, wie gesagt, was das hier jetzt gerade betrifft, das war jetzt einfach Sturheit. Ne, es war einfach Sturheit. Ganz einfache, blöde Sturheit meinerseits. Ich wollte das jetzt einfach. Ja, ich weiß nicht. Ich hatte wieder so komische, pseudotaktische Gedanken. Dachte, ich würde mich schlau anstellen, aber nee. Letztendlich war es einfach nur Sturheit, die letztendlich dazu führte, dass ich mir die ganze Situation mal wieder schwerer machte, als sie sein muss. Aber ja, was das betrifft, willkommen in meinem Leben. Willkommen in meinem Leben. So. Okay. Hier unten einfach eine Menge Münzen. Ich nehme an, da ist ein. Hey. Ah ja, die Türfunktion funktioniert auch so. Ja, Mensch. Oh mein Gott, da kann ich ja durch. Was wollen mir die wieder sagen? Oder ist das jetzt einfach wieder nur ein Geschenk? Man weiß ja nie. Upp. Ah, da kommt eine Plattform. Okay. Gut, alles normal. So. Ich finde es interessant, wie die Flammen da hindurchkullern. Wow, die Trefferkiste ist ja riesig. Also, dadurch, dass man sie eben allem Anschein nach auch nur mit einem Pixel berühren muss. So, kommen Sie mal wieder hoch. Ja. Na, wie gesagt, jetzt kommen ja so langsam die Ideen mit den Mechaniken. Okay, das ist ekelhaft. Augenblick, sieh. Augenblick, sieh dir diese Situation vielleicht nochmal genauer an. Sieh dir diese Situation nochmal genauer an und überlege, ob du nicht gerade wieder einmal den komplizierten Weg gewählt hast. Während dir ein anderer eigentlich unterschwellig bereits bewusst war, den aber nicht verwendet hast. Und, ja, dem ist so. Ja, man könnte teilweise wirklich meinen, dass da.
manchmal könnte man wirklich, ich meine, dass da irgendwas existiert, was mir immer wieder in kleinen Nachrichten zu verstehen gibt, was ich falsch mache und wo ich weder... Das sieht interessant aus. Nein, danke. Ich gehe mal unten lang. Wozu? Was will ich denn da drüben? Da ist doch gar nichts. Oder ist da jetzt wieder irgendwas nicht erschienen? Sehr gut. Ist da... ein unsichtbarer Block? Irgendein Grund, aus dem ich da rübergehen sollte? Ich hatte mich übrigens... Ich freue mich ehrlich gesagt bei diesen gelben Schaltern eigentlich immer drüber, dass ich jetzt, dass ich gleich einen Gegenstand bekommen werde, aber das, dem ist ja nicht so. Diese Blöcke beinhalten ja keine Gegenstände. Sie sind Schalter. So. Hallo? Was machst du denn hier, Bowser? Aha. Okay. Interessantes Bosskonzept. Vielleicht ein bisschen simpel. Und naja, dass die erste Schicht hier von Anfang an deaktiviert ist, ja, das ist halt wieder diese globale Stellung der Schalter. Das hast du, glaube ich, auch nicht unbedingt durchgespielt. Würde ich jetzt mal... Lakitos from hell. Ist das jetzt wieder so ein Mischmasch aus Deutsch und Englisch? Und du meintest eigentlich from im Stil, im Sinne von. Okay, ein weiterer Larry mit einem interessanten Bosskonzept, das mir an der, das mich an der Stelle im Endeffekt dazu zwingen willst. Sehr schön. Alternative Lösungswege. Dass du mich in der Stelle dazu zwingen willst, dass ich keinen Schaden nehmen möchte, das war eine gute Idee. Das war ein guter Bosskampf. Da habe ich nichts zu beanstanden. Das Level, ja, simpel, aber die Idee... Ich mochte die Idee, ehrlich gesagt. Die Idee war gut. Das Level war halt insgesamt ein bisschen kurz und von einer Burg hatte das jetzt ehrlich gesagt auch nichts. Beziehungsweise von einem Turm. Aber naja, Toads Leuchtturm. Aha. Hallo, Toad. Mother Brain wartet in ihrer Festung. Nun musst du dein ganzes Können nochmal aufbringen. So stelle dich denn, Mother Brain, und rette unsere Welt. Ah ja, Mother Brain ist hier mal wieder am Werk. Warum wachsen hier Bäume, Toad? Warum wachsen in deiner Lego-Festung Bäume? Plopp. Das heißt, Bowser's Gate. Hallo Mega Man 7 Einleitungslevel Musik. Aber ich mag die Musik. Oh Gott, Show zu starten, was hat man mit dir angestellt? Hat dich Mother Brain in zwei gerissen.
Was tut diese böse Mother Brain nur noch alles? Hat sie denn absolut keine Achtung vor der hiesigen Architektur? Ist ihr denn gar nichts heilig? Also hier prallen schon mal wieder einige Grafikstile aufeinander. Ja, ich weiß nicht, was ich mir da gerade wieder gedacht habe. Entschuldigt. Ich habe keine Ahnung. Letztendlich will ich doch einfach nur den hier machen. Ja, ich habe legitim gegen den Super Mario Bros. 1 Bowser verloren, weil ich in ihn reingesprungen bin, weil ich weiß nicht wieso, ich habe mich in dem Moment jetzt gerade überhaupt nicht mehr daran erinnert, dass man auf Bowser gar nicht draufspringen kann. Was ist los mit mir? Die Temperaturen sind doch niedriger, weswegen bin ich denn jetzt immer noch so unkonzentriert? Okay, ich dürfte theoretisch Luigi spielen. Okay, ich muss Luigi spielen, weil ansonsten die Sprünge hier nicht hinhauen. Luigi hat ja einen wesentlich weiteren Sprung zur Verfügung als Mario. Ach. Ja. Jaxi, lies einfach nicht, was da steht. Mach einfach nicht. Lass es einfach bleiben. Lies einfach überhaupt nicht, was da steht. Das ist schon in Ordnung. Ich kann ehrlich gesagt nicht so ganz begründen, wieso. Ah! Reflexe! Eieiei. Wenn man dann mal zu energisch ist und deswegen immer sofort wieder ins Level reingeht, ohne den Titel nochmal zu lesen. Und ja, die Sache mit Ward, so Mother Brain Stage 1. Okay. Ja gut, dass das hier dann das finale Gebiet sein würde, war abzusehen. Danke für den Miniatur-Ruckler, aber naja. Wir kriegen das schon hin. Tja, diese fliegenden Scheiben muss ich eigentlich überhaupt nicht beachten mit Luigi. Naja. Übrigens, aus irgendeinem Grund Freeze-Man-Musik aus Mega Man 7 erneut. Aber ich nehme jetzt einfach mal stark an, dass das hier unser Thema in dem Level sein wird. Wieso kriege ich diesen Sprung jetzt gerade nicht mehr hin? Vorher hat er ohne Probleme funktionieren jetzt. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwierig, wenn ich hier einzelne Blöcke habe und Luigi's Sprungphysik. Das wird ein bisschen schwierig. Vor allem, dass es halt gerade wieder exakt dasselbe alte Syndrom ist, von wegen erst in einem Level gar nicht mehr so schlecht anstellen und dann kontinuierlich schlechter werden. Gut, ich meine, ich finde es jetzt an der Stelle ganz interessant, dass du dich mit Luigis Sprungphysik an der Stelle ganz gezielt spielen willst. Weiß ja nicht, vielleicht. Mittelpunkt! Okay. Erneut Ward. Oh Gott, das wird eklig. Das wird jetzt richtig eklig. Danke, Wort, dass du mir von Anfang an in den Rücken kotzt. Hm.
Damit kann man theoretisch mehrfachen Schaden anrichten, wenn man es richtig anstellt. Einmal durch die Berührung und dann nochmal... Ja, durch die Berührung und dann nochmal... Übrigens, Mega Man 7 Kampfmusik. Ganz unerwartet. So. Das war... Ja, absolut machbar. Da beklage ich mich nicht. War auch eine interessante Idee. Das Einzige, was ich halt nach wie vor schade finde, ist, dass du mit den ganzen interessanteren Boss-Ideen halt jetzt erst daherkommst. Burstman-Musik. So. Und ja, die Levelnamen brauche ich da gerade gar nicht mehr großartig vorlesen, weil es eh einfach nur Mother Brain Stage 1, 2, 3, 4, 5. Mal sehen, wie viel ist und ja, Schmacki. Da haben wir mal wieder nicht aufgepasst, dass unsere Hindernisse auch da bleiben, wo sie hin sollen. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich interessant. Hallo Rotoren, die mal wieder... Ja, die sind hier für die Luft zuständig. Ernsthaft? Kampf beginnt. Okay. Bum bum, so treffen wir uns wieder. Nein. Okay, gut, jetzt ist es natürlich schade, dass ich mit Yoshi keine Schlösser aktivieren kann. Schade, ich dachte, wenn er mir dann zu nahe kommt... Ja, ich habe zu früh geworfen. Ich habe zu früh geworfen. Ich will doch direkt springen. Mein Gott, Xi, drück doch nicht zu spät. Ich finde Yoshi als Kampfergänzung hier aber ganz interessant, vor allem in Verbindung mit den... Nein, 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 wow, das war knapp. Hoppala. Ach, wir sind da? Übrigens, Mega Man X5 Musik. Ah ja. Naja, okay. Wenn wir hier Mother Brain schon bekämpfen, heißt das im Klartext. Ah ja, okay. Bin zwar ein bisschen komisch, dass die Bomben hier einfach so erscheinen, aber... Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Auch die Art und Weise, wie man den Boss hier treffen muss? Nö. Das ist in Ordnung. Das Einzige, dass halt Bomben und der Banzai-Bill an der Stelle einfach aus dem Nichts erscheinen, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Da hätte man vielleicht noch eine Röhre hinmachen können, die das Ganze begründet, aber ansonsten... Ansonsten sehe ich hier gerade einfach nur ein interessantes Bosskonzept, bei dem ich gespannt bin, was da noch auf mich zukommen wird. Ja, ja, nee, das gefällt mir gerade. Das gefällt. Vor allem haben wir hier halt auch eine interessante Wirkung dieser ganzen Gegner miteinander, die halt einfach vom Spieler so weit vorberechenbar ist. Wir sind jetzt hier nicht in einer Situation, wo man sagen müsste... Das ist absolut nicht handhabbar. Gut, dass die Bomben da direkt mit dem Panzer explodieren,
Es ist ein bisschen unpraktisch. Und klar könnte man sich hier drüber beklagen, dass das Ganze da drüben ein bisschen provisorisch aussieht von der Optik her, aber... Okay, ich verstehe ehrlich gesagt nur nicht so ganz, wann sich diese Generatoren der Bomben aktivieren. Diese Holzpfosten an Rotoren, ich weiß nicht. Es wirkt einerseits komisch, auf der anderen Seite denke ich mir, irgendwo hat es auch seinen Charme. So, weißt du was? Ja, Moment. Wieso jetzt plötzlich? Ja, nee, ich habe hier nur gerade die Generierung der Bomben nicht so ganz. Das ist eigentlich gerade mein Hauptproblem. Dass ich die Generierung der Bomben nicht so ganz verstehe. Ich meine, nee, sie hängt auch nicht. Sie hängt von der Dauer des Kampfes ab, okay. Was ich hier halt einfach schön finde, Mother Brain wirkt hier eben, wie Mother Brain wirkt im Kampf. Mother Brain ist halt hier jetzt effektiv einfach nur so dieser Kern des Bosses, der attackiert werden soll und der halt von den außen rum platzierten Kanonen beschützt wird. Und genau das ist Mother Brain. Genau das ist Mother Brain und genau deswegen ergibt das Ganze hier durchaus auch stilistisch Sinn. Und da bin ich auch sehr froh drum, dass ich da ja, im Endeffekt am originalen Bosskonzept orientiert wurde. Es wird stellenweise vielleicht ein bisschen eng im Kampf, aber ich glaube, wenn dann die Zeit gekommen ist, dass diese Bomben erscheinen, dann werde ich einfach mal oben auf der Plattform verweilen, weil da trifft mich nichts. Nee, aber auch die Cooper-Panzer als Projektile hier finde ich sehr stimmig. Ja, an der einen Stelle wird es halt ein bisschen voll in der Arena. Das ist wie eine komplette, ja, was heißt, es ist eine komplette Welle, die durchrauscht. Ja, an dem Boss werde ich jetzt ein bisschen zu knabbern haben, denke ich. Das wird jetzt noch ein Weilchen dauern. Und ich sehe es auch schon kommen, dass es passieren wird, wenn ich den Boss dann mal erledigt habe, dann... So, wisst ihr was? Ich warte jetzt einfach mal. Ich werde jetzt einfach mal warten. Und... abwarten und Tee trinken, wie man so schön sagt. Ah, ja, und ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, Moment mal, das ist doch ein musikalischer Wechsel hier im Kampf. Ja, ist es auch. Wir haben plötzlich die Kampfmusik des entscheidenden Kampfes aus Mega Man X5. Ohne da jetzt mal zu viel vorwegnehmen zu wollen. Ja, nee, ich denke, ich mache das dann so schichtweise. Immer wieder schauen... Zwei Cooper-Panzer, Bombenphase, geruhsam abwarten und dann weiter attackieren.
Scheiße. Wieder hier oben warten. Bombe wegwerfen. Einfach warten, bis die untere Bombe sich in Wohlgefallen aufgelöst hat. Und dann geht's wieder weiter. Genau. Und so geht das jetzt immer weiter. Ich denke, das ist unser Rhythmus, den wir hier wollen. Auch wenn ich gerade am Banzai, an der Banzai-Generation gesehen habe, dass das Ganze nicht unbedingt komplett in einem festen Rhythmus bleibt. Das ist schon ein unterschiedlicher Zyklus. Ja, okay. Da machen wir jetzt keinen Schaden. So. So, abwarten. Hab keine Lust, dass sich das Ganze dann im letzten Moment wieder unpraktisch entwickelt. So. Da kriegen wir gerade auch wieder nur einen Schadenspunkt durch. Jetzt gleich wieder die Bomben kommen. Genau. Ja, das ist halt das Problem, wenn man, wenn ein Bosskampf aus lauter Zyklen besteht. Dann haben wir halt relativ schnell die Situation. Wieso? Befand ich mich da jetzt gerade wirklich noch so ganz knapp in der Luft? Und ja, was mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen stört, ist diese Anfangsphase, in der der erste Cooper-Panzer erscheint, weil ich mir da denke, wieso muss ich jetzt unbedingt so lange tatenlos vor dem Boss herumstehen? Und jetzt könnte man an der Stelle natürlich auch sagen, hey, hol dir doch Gegenstände. Aber wisst ihr was? Nee. Ich bekomme keine, also nutze ich keine. Kaum keine, also nutze ich keine. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass ich da dann zu lange warte. Was? Das gibt's doch nicht. Jetzt macht mir das Ding auch noch Schaden, wenn's noch nicht erschienen ist. So. Ja, wenn ich da unten nicht so Angst haben müsste davor, dass mir irgendwas Schaden macht. Könnte man schon versuchen, noch mehr Schaden rauszuholen, aber ehrlich gesagt habe ich da zum Teil einfach zu großen Respekt vor den Angriffen dieses Bosses. So. Ja, wenn ich meinen Fähigkeiten in Super Mario Bros. Nur ein bisschen mehr zutrauen würde, dann könnte ich hier schon versuchen, mir aus dem Meer pro Runde rauszuholen, aber ich traue es mich halt überhaupt nicht. Ich traue mich hier halt überhaupt nichts. Nicht nur deswegen, weil ich halt nur einen Lebenspunkt habe, sondern einfach auch deswegen, weil ich weiß, dass ich im Notfall nicht ausweichen können werde.
Ah, da kam der Banzai Bill halt jetzt wieder unpassend. Na. Wieso erwischt er mich da? Ich stand doch da. Augenblick mal. Hä? Was ist da jetzt passiert? Bin mir da bezüglich der Trefferkisten zum Teil ein wenig unschlüssig. So, letzter Versuch für die Folge. Super. Das nächste Problem ist halt, die Bomben sind halt tatsächlich nichts weiter als eine Behinderung im Kampf. Wenn ich da versuchen wollen würde, Mother Brain anständig damit zu treffen, das würde nur... Wow! Oh, wow. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade angestellt habe. Das war purer Zufall. Da haben halt diese Probleme, diese vermaledeiten Banzai Bills. Die machen so vieles zunichte in dem Kampf. Ja. Hiermit werden wir uns in der nächsten Folge weiter beschäftigen bei Mario's Extremely Adventure. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.